Den neuen Peugeot 508 gibt es ab 31.650 Euro Listenpreis zu kaufen und ist bereits in der Basis mit einer Zwei-Zonen-Klimaautomatik, digitalem Cockpit, akustischer und visueller Einparkhilfe, Tempomat, Spurhalteassistent, Verkehrsschilderkennung, Lichtsensor, LED-Heckleuchten und einem 8-Zoll-Touchscreen ausgestattet. Der Kombi kostet 1.100 Euro Aufpreis. Er ist in 4 unterschiedlichen Ausstattungsvarianten erhältlich. Active, Allure, Allure inklusive GT-Line-Paket und die GT-Line. Zur Auswahl stehen Dieselmotoren mit jeweils 130, 160 oder 180 PS und Benzinmotoren mit 180 oder 225 PS zur Verfügung. Ab der zweiten Jahreshälfte 2019 wird auch ein Plug-in-Hybrid mit einem 180 PS Benzinmotor und einem E-Motor, mit dem 50 km rein elektrisch gefahren werden kann und die Systemleistung auf 225 PS erweitert. An einer Schnellladestation kann der Akku in unter 2 Stunden wieder komplett aufgeladen werden. Doch nun genug zu den Zahlen, Daten und Fakten, kommen wir nun zum ersten Eindruck des neuen 508. Dynamisch, elegant und absolut hochwertig fährt der neue Peugeot vor. Erstklassige Materialien im Innenraum geben einen in der Top-Ausstattung echtes Oberklasse-Feeling. Tasten aus gebürstetem Aluminium, hochauflösende Displays, tolle und edel verarbeitete Sitze und in der Kombiversion sogar rahmenlose Türen. So geht gehobene Mittelklasse. Ein absolutes Highlight ist der Kombi alias 508 SW. Er wirkt optisch überhaupt nicht wie ein herkömmlicher Kombi. Das hat allerdings auch seine Nachteile. Die Sportlichkeit geht auf Kosten der Platzverhältnisse und der Kopffreiheit im Vergleich zum VW Passat, aber damit positioniert sich Peugeot in einer ganz eigenen Nische im Mittelklasse-Segment. Auch Kia geht diesen Weg, aber der 508 wirkt deutlich hochwertiger und ausgereifter. Das Nachtsichtsystem Night Vision entdeckt auch bei eingeschränkter Sicht Fußgänger oder Tiere. Eine autonome Ein- und Auspackfunktion ist auf Wunsch ebenfalls mit an Bord und die Holzoptik im Kofferraumboden wirkt super edel.